Ich danke Ihnen, Professor Radke, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Also und dass ich die Möglichkeit habe, heute hier zu Ihnen zu reden. Was für ein Filmemacher oder Macherin keine so leichte Übung ist. Denn unsere Hauptaufgabe ist ja gewöhnlich, das zu hören und das zu sehen und am Anfang eines Films die Schauspieler zu suchen und die richtigen Schauspieler auszuwählen. Claude Chabrol zum Beispiel, der französische Regisseur, Sie kennen ihn sicher alle, sagte einmal zu mir, meine Arbeit ist getan, wenn ich die richtigen Schauspieler gefunden habe. Danach machen sie alles ganz alleine. Das war natürlich übertrieben, aber gute Schauspieler nehmen den Regisseur genauso an die Hand, wie umgekehrt wir versuchen, sie unmerklich dorthin zu führen, wo sie unserer Vorstellung entsprechen. Alfred Hitchcock, einer meiner Meister neben Ingmar Bergman, ließ, so erzählt es seine Tochter, die Schauspieler zunächst alles machen, was sie wollten und wie sie die Rolle sahen. Nur wenn sie etwas völlig falsch machten, gab er auf sehr leise, diskrete Weise Anweisungen, dass sie es vielleicht doch noch auf die oder andere Weise verändern könnten. Und so halte ich es auch. Diese Einflussnahme auf die Spieler darf sich aber keineswegs in Vorträgen oder Belehrungen ausdrücken. Damit würde ich eher einen Widerspruchsgeist wecken. Denn als ich noch Schauspielerin war, bevor ich noch meinen Wunsch, Regisseurin zu werden, erfüllen konnte, weiß ich, wie man einen Regisseur reinlegen kann. Ja, wie man ihn nur listen kann. Wenn er etwas Bestimmtes von mir wollte und ich aber anderer Meinung war, habe ich seine Version so schlecht gespielt und meine dagegen so gut ich nur irgendwie konnte, sodass er meine nehmen musste. Also das weiß ich jetzt, das durfte der Regisseur natürlich nicht wissen, dem durfte man das nicht sagen. Aber ich weiß es, weil ich selber so gemacht habe und bin auf der Hut und deswegen weiß ich, man kann Schauspieler nichts aufzwingen. Also das ist jetzt eine lange Erklärung vorweg, eigentlich nur um Ihnen zu sagen, dass ich eigentlich keine Rednerin bin. Und Schauspielführung ist ja heute Abend auch nicht mein Thema. Also, jetzt fange ich erst richtig an. Wie Sie vielleicht wissen, beschäftigen sich viele meiner Filme mit Geschichte und im Wesentlichen mit der deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts und mit Frauen. Komme ich wieder auf Sie zurück. Ich werde sehr oft gefragt, warum ich immer wieder Frauen porträtiere. Frau, na ja, ich bin eine Frau, das versteht sich noch. Wenn es auch oft auf Unverständnis stößt und mir von Männern immer wieder wärmstens empfohlen wird, doch endlich mal bitte einen wichtigen Mann zu porträtieren. Aber Geschichte, woher stammt mein Interesse für deutsche Geschichte? Ich muss vielleicht versuchen, eine biografische Erklärung dafür zu finden. Ich bin in Berlin geboren und meine ersten Erinnerungen an Deutschland, an Berlin nach Kriegsende sind Ruinen. Das heißt, es sind Bilder einer totalen Zerstörung. Wenn ein Kind durch Rom oder Paris an der Hand seiner Mutter geht, lernt es unbewusst etwas über die Geschichte seiner Stadt und seines Landes. Was konnte ein Kind in Berlin der Nachkriegszeit lernen? Unsere Mütter konnten uns nicht an die Hand nehmen und uns in ein Leben führen, das wir später würden verklären können. Sie hatten ständig Angst, dass wir, weil wir nur in den Trümmern der Häuser spielen konnten, auf eine Mine treten, was auch manchmal geschah. Und sie mussten dafür sorgen, dass ihre Kinder etwas zu essen bekamen, was oft ihre Zeit und Energie total beanspruchte. Meine Mutter, die in Moskau geboren war und deshalb Russisch sprach, ging zu Fuß von Schmargendorf im Westen durch die ganze Stadt bis zum russischen Sektor, um in der Kommandantur um Brot zu bitten, was sie auch bekam. Sie stammte, das sagten Sie ja eben auch schon, sie stammte aus einer baltischen Adelsfamilie, die bis zur russischen Revolution in Moskau lebte. Alle Balten hatten damals noch die russische Staatsangehörigkeit, da das Baltikum zum zaristischen Imperium gehörte. Nach der Revolution musste ihre Familie aus dem nunmehr kommunistischen Land fliehen und verlor dadurch ihre Staatsangehörigkeit und wurde, wie alle, die von der Revolution vertrieben wurden, staatenlos. So wie Hannah Arendt später, nachdem sie aus Nazi-Deutschland fliehen musste.
Um all den russischen Heimatlosen einen Pass zu verschaffen, erfand der damalige norwegische Polarforscher und Diplomat Fridtjof Nansen den nach ihm benannten Nansen-Pass. Somit konnten diese Menschen sich wenigstens ausweisen, denn ohne Papiere waren sie nicht nur staatenlos, sondern auch schutzlos. Das Problem gibt es ja heute wieder. In Frankreich zum Beispiel nennt man sie les sans-papiers, die ohne Papiere. In Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hieß der Pass dann Fremdenpass, Aliens Passport. Der Passdeckel war grau und nicht grün, wie für die deutschen Bundesbürger. Schon diese Farbe zeigt an, dass man in einer Grauzone angesiedelt war. Da meine Mutter nicht verheiratet war, war ich ebenfalls staatenlos und bekam diesen grauen Fremdenpass, obwohl ich in Berlin zur Welt kam. Den deutschen Pass bekam ich erst als Erwachsene durch meine Ehe mit einem Deutschen. Staatenlos zu sein bedeutete, dass man heimatlos war. Eine Fremde in dem Land, in dem man geboren war, zur Schule ging und dessen Sprache man sprach. Und für jedes andere Land, in das man reisen wollte, braucht man ein Visum und ein Empfehlungsschreiben. Nicht von ungefähr, glaube ich, ist eines meiner Lieblingslieder das aus der Winterreise von Franz Schubert. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Diese Entsprechung fand ich bei Hannah Arendt, die von sich sagte, sie sei das Mädchen aus der Fremde. Zu Beginn der 60er Jahre ging ich von Düsseldorf nach Paris als Fille-au-pair, was damals viele Mädchen und junge Frauen taten, sozusagen als freiwillige Flucht aus dem muffigen Adenauer-Deutschland. Hanna Schigula war auch eine von ihnen. Und in Frankreich wurde ich nicht nur in die sogenannte freie Liebe eingeführt, ich wurde bewusst zum ersten Mal mit der deutschen Geschichte konfrontiert. In Deutschland der 50er Jahre, in der Schule, lernten wir eher etwas über die Griechen, über die Römer, manchmal auch noch über Karl den Großen, aber absolut nichts, vielleicht viele von Ihnen, ich sehe, Sie sind ein bisschen in meiner Nähe, was das Alter anbetrifft, werden sich noch erinnern, dass wir nichts über den Nationalsozialismus lernten. Und nicht nur die Lehrer, auch die Eltern schwiegen. Und so galt mein Interesse eher der Literatur, der Kunst, der Malerei, nicht der Geschichte oder Politik. Ich konnte den Studenten, die ich in Paris kennenlernte, noch so oft versichern, ich sei staatenlos. Sie sahen in mir nur die Bosch, die mitschuldig war am Mord der Juden, an der deutschen Besetzung Frankreichs und so weiter. Ich versuchte, mich zu verteidigen, aber ich hatte nicht das Wissen, dies überzeugend zu tun. Dadurch, so denke ich, begann mein Interesse für deutsche Geschichte. Als von Personen gelebte und erlebte Geschichte, nicht von Historikern dargestellte und belegte. Es war die Zeit des Mauerbaus 1961. Durch meine Geburtsstadt verlief plötzlich eine Mauer. Menschen wurden lange Jahre voneinander getrennt. Aber meine jungen Franzosen konnten für meine Erschütterung darüber gar kein Verständnis aufbringen. Für sie war die Mauer nur eine gerechte Strafe für Deutschland. Sie waren zudem viel mehr mit den Problemen ihres Algerienkrieges befasst und wie sie sich dem Militärdienst entziehen konnten. Sie hatten viel mehr Verständnis für das Unabhängigkeitsstreben der Algerier als Mitempfinden für das Leid der Opfer der deutschen Teilung. Damals begann ich, meine Augen vor der Welt zu öffnen. Und als ich viel später anfing, Filme zu machen, meinen ersten Film drehte ich 1977, das zweite Erwachen der Christa Klages, hatte ich schon einen langen Weg der Aufmerksamkeit für unsere Geschichte zurückgelegt. Zuvor hatte ich zusammen mit Volker Schlönhoff die verlorene Ehre der Katharina Blum gedreht, nach der Erzählung von Heinrich Böll. Eine Geschichte aus dem Deutschland der 70er Jahre, über die panische Angst vor Terroristen und die Hetze der Bildzeitung gegen vermeintliche Linke. Wie Gewalt entstehen und wo sie hin sie führen kann. Ich möchte nun versuchen, Ihnen anhand einiger meiner Filme und Filmausschnitte zu zeigen, was meine Filme von der reinen Historie unterscheidet. Obwohl ich meine Figuren vor dem Hintergrund deutscher Geschichte agieren lasse, habe ich mich nie allein nach der Thematik entschieden.
Und auch nicht, weil mir eine bestimmte Epoche, ich mir eine bestimmte Epoche ausgesucht habe, zu der ich dann eine Geschichte finden oder hätte erfinden müssen, sondern nur danach, ob mich eine Person und ihr Schicksal angeregt und gefesselt hat. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, ob die Person, die ich beschreibe, hätte sie den Ort und die Zeit ihrer Geburt frei wählen können, sich genau diesen Zeitpunkt ausgesucht hätte. Hätte ich selber den Zeitpunkt meiner Geburt wählen dürfen, hätte ich bestimmt nicht Berlin während der Zeit des Nationalsozialismus gewählt. Und um Ihnen ein Beispiel zu nennen aus einem meiner Filme, in Uwe Johnsons Jahrestage, die ich fürs Fernsehen in 4 Teilen verfilmt habe, wird Gesine Krespal, die Hauptperson bei Johnson, in Deutschland im Jahr 1933 geboren. Was für ihn natürlich ein wichtiges Symbol war. Und jetzt ist meine Frage, wie geht ein Mensch, der in eine Zeit hineingeboren wird, die ihn zwingen will, sich gehorsam zu zeigen und unterzuordnen, mit dieser Vorgabe um? Folgt er den Anweisungen und ordnet sich tatsächlich unter? Oder versucht er, einen Weg zu finden, seine Integrität und Identität zu retten, ohne gleich ein Held werden zu müssen? Hat er überhaupt die Möglichkeit, über die ideologischen Zwänge hinauszudenken? Denken ohne Geländer, nannte es Hannah Arendt, wozu Eichmann ihrer Meinung nach nicht fähig war. Dasselbe gilt natürlich für die Befindlichkeiten und Bedingungen in der Familie oder in einer Ehe. Sie haben mich gut geschildert, 2-mal Studium abgebrochen, 2 Ehen abgebrochen. Auch diese sind im Wesentlichen historisch vorgegeben und sogar durch Gesetze bestimmt. Auch darüber habe ich Filme gemacht. Ich will mich aber heute nur auf die Filmgeschichten beschränken, die einer gewissen politischen Zeit, die in Deutschland tiefe Spuren hinterlassen hat, verankert ist, sind. Und ich möchte Ihnen zeigen, wo ein Film sich von den rein historischen Fakten befreien darf, ohne sie zu verfälschen. Ich beginne mit dem Film Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, die 1870 im galizischen Teil Polens geboren wird, in die Schweiz geht, um dort zu studieren. In Deutschland waren Frauen an der Uni noch nicht zugelassen. In der Schweiz 1898 eine Scheinehe mit einem Deutschen eingeht, nur um die deutsche Staatsangehörigkeit zu verlangen. Das habe ich beinahe auch gemacht. Weil sie in der deutschen Sozialdemokratie mitarbeiten will. Zu Beginn des Jahrhunderts war diese die stärkste Partei Europas und Rosas Hoffnung auf eine Revolution sah sie hier in Deutschland realisierbar. Aber anstatt sich mit ihrer Aufnahme in die Partei zufrieden zu geben, sich August Bebel, Karl Kautsky und Genossen unterzuordnen, tritt sie ihnen ständig auf die Füße, polemisiert und kritisiert, um sie anzuspornen, nicht in eine bürgerliche Idylle einlullen zu lassen oder sich mit kleinen Erfolgen zufrieden zu geben. Sie will kämpferisch bleiben und auf den Umsturz hinarbeiten. Als sich 1914 der Erste Weltkrieg ankündigt, hält Rosa Luxemburg leidenschaftliche Reden gegen den Krieg und gegen eine Teilnahme Deutschlands. Ihre Genossen aber entpuppen sich plötzlich als Nationalisten. Sie stimmen für den Krieg, anstatt ihr Mitwirken zu verweigern. Und um zu verhindern, dass Rosa Luxemburg weiterhin zugunsten der Internationale und gegen den Krieg agiert, wird sie in Sicherheitshaft genommen und sie verbringt die Zeit bis zum Kriegsende in diversen Gefängnissen. Ich möchte Ihnen nun den Beginn meines Films zeigen. Das erste Bild zeigt zunächst nur Himmel und Wolken über einer dunklen Mauer. Dann erscheint ein Soldat, der auf dieser Mauer entlang marschiert. Die Kamera begleitet ihn, er begegnet einem zweiten Soldaten, wendet sich um seinen Patrouillengang fortzusetzen. Erst jetzt fängt die Kamera an, sich langsam an der Mauer entlang nach unten zu bewegen. Sehr langsam, denn die Mauer ist sehr hoch. Und tief unten im Graben und im Schnee macht Rosa Luxemburg ihren Hofgang als Gefangene. Nur ein Rabe begleitet sie. Dabei hört man ihre Stimme, die einen Brief von Sonja Liebknecht beantwortet, der Frau von Karl Liebknecht, der ebenfalls in Sicherheitshaft sitzt, weil er gegen den Krieg agitiert hat.
Schatz und Yusha, Sie sind verbittert über meine lange Haft und fragen, wie kommt das, dass Menschen über andere Menschen entscheiden dürfen? Mein Vögelein, die ganze Kulturgeschichte der Menschheit basiert auf der Entscheidung von Menschen über andere Menschen, was in den materiellen Lebensbedingungen tiefe Wurzeln hat. Erst eine weitere qualvolle Entwicklung von Mardis zu ändern. Und Sie fragen, wozu das alles? Wozu ist überhaupt kein Begriff für die Gesamtheit des Lebens und seiner Form? Wozu gibt es Blaumeisen auf der Welt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich freue mich, dass es welche gibt. Und empfinde es als süßen Trost, wenn mir plötzlich über die Mauer ein eiliges Zizibä aus der Ferne herübertönt. Sonitschka, seien Sie mir heiter und ruhig. Alles wird doch noch gut werden, glauben Sie mir. Grüßen Sie herzlichst Karl. Ich umarme Sie vielmals. Ihre Rosa. Was kann man mit Filmbildern erzählen, das sich nicht in Worte fassen lässt? Paolo Taviani, der italienische Filmregisseur, nennt es Schreiben mit der Kamera. In der Höhe, im Himmel, Symbol der Freiheit, bewegen sich die Repräsentanten der herrschenden Gewalt. Und Rosa, die sich für die Freiheit aller Menschen einsetzt, ist in die Tiefe verbannt. Sie wird begleitet von einem schwarzen Vogel, auch er ein Symbol der Ungebundenheit. Und in der germanischen Mythologie steht er für Wissen und Gedächtnis. Die Farben des Schnees bedeutet Unschuld, Reinheit, ist aber ebenso die Farbe für ein Leichentuch. Kurz vor ihrer Inhaftierung hatte Rosa noch zu Arbeitern gesprochen und in einer hoffnungsvollen Rede zu ihnen gesagt: Noch liegt die Macht bei denjenigen, die sich allein auf eine Welt voll Mordwaffen stützen. Noch werden Kriege vorbereitet. Noch reagiert der Kriegsgott Mars die Stunde. Aber wie Wallenstein im Schillerschen Drama sagte, der Tag ist nah, der Tag, der uns gehört. So wird der Tag nahen, an dem wir, die unten stehen, nach oben kommen werden, um eine Gesellschaftsordnung wahrzumachen, die des Menschengeschlechts würdig ist. Eine Gesellschaft, die keine Ausbeutung des Menschen durch den Menschen kennt, die keinen Völkermord kennt. Eine Gesellschaft, die die Ideale sowohl der ältesten Religionsstifter als auch der größten Philosophen der Menschheit verwirklichen wird. Am Ende von Rosas Leben werden Soldaten immer noch die Macht haben über sie. Und der Graben wird zum Landwehrkanal werden, in den sie ihre Leiche werfen. Der Beginn des Films spielt bei Tag, am Ende des Films wird es Nacht sein. Ich zeige jetzt einen zweiten Ausschnitt aus demselben Film, Silvester 1900, bei den deutschen Sozialdemokraten. August Bebel, der Parteivorsitzende, hält eine Rede über die Hoffnung und die Erfüllung, das heißt die Erwartung der Sozialdemokraten für das neue, das 20. Jahrhundert. Es gab zu dem Zeitpunkt, als ich das Drehbuch für den Film schrieb, nur noch zwei Zeitzeugen, die ich habe befragen können. Rosi Fröhlich war die eine. Sie war Schülerin von Rosa gewesen, als diese in der Parteischule unterrichtete. Sie schenkte mir ein Foto, das ich zuvor noch nie gesehen hatte. Rosa als Geisha verkleidet. Ich fragte sie, was es damit auf sich hatte. Und sie erzählte, dass die Sozialdemokraten sich auf ihren Festen manchmal kostümierten. Und da Rosa sehr klein war, sie war nur 1,56 groß und dunkles Haar hatte, sei sie wohl auf diese Verkleidungsidee gekommen. Dieses Foto brachte mich auf die Idee zu dieser Szene, die Sie jetzt sehen werden. Ich weiß nicht, ob die Partei sich für den Aufbruch ins neue Jahrhundert tatsächlich verkleidet hat. Die Rede von August Bebel aber ist authentisch. Das ist August Bebel, unser Vorstand und seine Gemahlin. Sie angenehm, aber ich sehe einen zusammen. Sprechen Sie Deutsch? Dänisch. Ich sehr gut. Wir sehen uns später. Ja, also,
Ach, das war so schön. Ich will dich lieber mit mir. Du wolltest das. Aber es ist die beste Gelegenheit, die Genossen alle kennenzulernen, ohne dass es gleich feierlich wird. Luise. Guten Abend, Hans. Darf ich vorstellen? Leo Tischka, ein Genosse aus Polen. Luise Kautzke, Hans Kautzke. Ich freue mich so, Sie kennenzulernen. Luise ist eine wirkliche Freundin. Und das Beste an ihr ist, wir reden fast nie über Politik. Und ihr? Viel mehr, als du manchmal lieb bist. Wo ist Carolus Magnus? Hinten. Du weißt doch, er tanzt nie. Magnus, darf ich dir vorstellen, Leo Tischka, mein Lehrer und Meister aus Polen. Karl Kautzki, mein Lehrer aus Deutschland. Ignaz Auer. Freut mich sehr. Danke. Kommt sie direkt aus Polen? Nein, aus Zürich. Immigrant. Haben Sie vor, länger in Berlin zu bleiben? Ich weiß noch nicht. Sie sind wie Rosa, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Polens. Ja, bin gegründet. Dann sind Sie der, der den Streit mit Plechanow hatte. Interessant. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich freue mich so, Sie wiederzusehen. Rosa, guten Abend. Darf ich Ihnen meine beiden Söhne vorstellen? Maxim. Guten Abend. Kostja. Guten Abend. Ich wusste gar nicht, dass Sie so große Kinder haben. Sie sollten mich einmal in Stuttgart besuchen. Ich glaube, wir würden uns gut verstehen. Das glaube ich auch. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich bitten? Ich möchte nicht mit Ihnen tanzen, was Sie da anstanden. Aber das hier ist doch kein Parteitag, verehrte Genossin Luxemburg. Auf Festen hat man das Recht, sich zu amüsieren. Ich kann mich nicht mit Ihnen heute Abend amüsieren und morgen gegen Sie polemisieren. Entschuldigen Sie bitte, Clara. Wir sehen uns später. Ein gelungenes Fest. Rosa hat ihn wieder aufblitzen lassen. Bernstein wird sich wieder bitterlich über ihre Humorlosigkeit beklagen. Er verwechselt Humor mit Opportunismus. Das ist nun mal so bei ihm. Mal sehen, wann sie mich vom Tisch vertreiben. Ich vertreibe überhaupt niemanden. Ich gehe nämlich von selbst. Komm, Leo, wir tanzen. Dlatego daj mi jak dotąd są odbitą swobodę, żebym ją napisała. Nie mogłabyś popchnąć trochę? Ale Giorgio, takie sposoby można używać w naszym polskim teatrze marionetek. Ale nie jest mi się nowej partii. Darf ich? Danke. Also gut zusammen, die beiden. Beschreitet das klassenbewusste Proletariat die Schwelle des 20. Jahrhunderts. Es wird ein Jahrhundert der Erfüllung sein, so wie das 19. Jahrhundert ein Jahrhundert der Hoffnung war. Es ist mächtig vorwärts gegangen und es wird je länger, je mächtiger vorwärts gehen.
Sie haben gesehen, während Bebel über das spricht, was er vom neuen Jahrhundert erwartet, nämlich die Erfüllung aller Hoffnungen, hängt hinter und über ihm ein riesiges Bouquet aus roten Nelken, den Symbolblumen der Partei, mit der weißen Unschuldszahl 1900 darin. Für die Sozialdemokraten bedeutet Rot die Farbe der Revolution. Für uns, die wir wissen, was das Jahrhundert an Schrecknissen und Grausamkeit gebracht hat, verwandelt sich dieser Fleck in einen riesigen Blutfleck. Die Farbe Rot kommt im Film nur viermal vor. Das erste Mal wartet die kleine Rosa beharrlich vor einer Rosenknospe, weil sie sehen will, wie sie erblüht, so wie die erwachsene Rosa später auf die Revolution wartet. Als sie endlich aus dem Gefängnis entlassen wird, bringt ihre Freundin ihr eine rote Rose zur Begrüßung mit. Und natürlich hofft Rosa, dass nun die Zeit eingelöster Hoffnungen beginnt. Aber auch hier kündigt das Rot nur ihren baldigen Tod an. Und auch in dem Ausschnitt, den ich Ihnen jetzt zeigen möchte, spielt die Farbe Rot eine Rolle. Es ist das Ende des Films. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden ins Hotel Eden in Berlin gebracht und danach ermordet. Nachdem Rosa während des Krieges in mehreren Gefängnissen eingesperrt war, vermutet sie, dass sie nur wieder ins nächste Gefängnis gebracht wird. Sie glaubt immer noch an die Geschichte, die alles besser weiß als die Menschen. Wir haben die Macht im Staat, verhöhnt sie Waldemar Papst, Generalstabsoffizier der Garde, Kavallerie Schützendivision, und sie antwortet, die Geschichte wird Ihnen das Gegenteil beweisen. Einen ähnlichen Satz sagt in meinem Film Die bleierne Zeit Gudrun Enslin zu ihrer Schwester, die sie im Gefängnis besucht hat und ihr vorwirft, sich nicht um ihr Kind, sondern nur um die Weltrevolution gekümmert zu haben. Nach 20 Jahren wirst du sehen, wer von uns beiden Recht behält. Sind Sie Frau Rosa Luxemburg? Dem Bild nach müssten Sie sein. Wenn Sie es sagen. Ich nehme an, Sie werden alle weiteren Aussagen verweigern. Das kommt ganz darauf an, worüber Sie sprechen wollen. Ihre Unverschämtheiten sind hier fehl am Platz, Frau Luxemburg. Wir sind die Macht im Staat, nicht Sie und Ihre jämmerlichen Bundesgenossen. Die Geschichte wird Ihnen das Gegenteil beweisen. In welches Gefängnis werde ich gebracht? Ja, ja. Wo bist du zu Hause? Bremen. Hast du noch Geschwister? Ja. Es ist dir nicht erlaubt, mit mir zu reden. Kommen Sie.
Sie haben gesehen, Rosa Luxemburg wird im Hotel einen langen roten Teppich hinuntergeführt. Dieser rote Teppich weist für mich auf den Strom von Blut, der in diesem Jahrhundert noch fließen wird. Rosa Luxemburg war Jüdin und ermordet wird sie von Freikorpssoldaten, die sich später Hitlers Nationalsozialisten anschließen. Und es ist wie im Grimmschen Märchen, wo alle Dinge dreimal geschehen müssen, damit sie wahr werden. Jetzt komme ich noch zweimal und dann nimmermehr, jetzt komme ich noch einmal und dann nimmermehr. Sie erinnern sich. Rosa bekommt zunächst einen Schlag auf den Kopf, der sie fast umbringt, wird dann von dem Offizier, der ihr vorher noch wie ein Gentleman in den Mantel hilft, erschossen, zuletzt in den Landwehrkanal geworfen. Und bestimmt hatten ihre Mörder als Kinder die Grimmschen Märchen gelesen. Und sie fürchteten sich so sehr vor dieser Frau, dass sie ganz sicher sein wollten, dass sie nie mehr wiederkehrt. Jetzt ist es Nacht. Hannah Arendt wird später immer wieder von den finsteren Zeiten sprechen. Das Wasser ist schwarz im Gegensatz zu dem Schnee des Beginns. Und ich lasse das Bild bis zu den Endtiteln stehen. Das Wasser ist noch tiefer als der Festungsgraben und es fließt weiter bis zum heutigen Tag, bis zu uns. Wir sind nicht von unserer Geschichte loszulösen. Sebastian Haffner hat dazu geschrieben, der Mord vom 15. Januar 1919 war ein Auftakt. Der Auftakt zu den tausendfachen Morden in den folgenden Monaten der Monoske-Zeit, zu den millionenfachen Morden in den folgenden Jahrzehnten der Hitlerzeit. Er war das Startzeichen für alle anderen. Und gerade er ist immer noch uneingestanden, immer noch ungesühnt und immer noch unbereut. Deswegen schreit er immer noch zum deutschen Himmel. Deswegen schickt er immer noch sein sengendes Licht in die deutsche Gegenwart wie ein tödlicher Laserstrahl. Ich bin oft von Historikern gerügt worden, manchmal sogar auf recht bösartige Weise, dass ich mich nicht exakt an die historischen Fakten gehalten habe. Geschichtsklitterung nennen sie es. In ihren Augen hat ein Filmemacher nicht das Recht, sich der historischen Fakten zu bedienen, um eine Dimension des Unausgesprochenen, des Tragischen ohne des Poetischen hinzuzufügen. Es gibt da noch einen anderen Grund, warum ein Film, der sich mit Geschichte beschäftigt, nicht dem Bericht eines Historikers gleichen kann. Wir machen Filme, um zu Menschen zu sprechen, die in der Gegenwart leben. Und ich suche mir im historischen Material das aus, was mir erlaubt, einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Rosa Luxemburg zum Beispiel hat während ihres Lebens auch an anderen Fronten gekämpft, nicht nur gegen den Krieg, sondern gegen die Gewerkschaften, die ihr zu behäbig geworden waren und nicht mehr auf die Revolution hingearbeitet haben, oder gegen Eduard Bernstein, der sie im Film, das haben Sie gesehen, der Silvesternacht zum Tanz auffordert. In der Zeit, in der ich den Film gedreht habe, 1985, war in Deutschland gerade die Friedensbewegung sehr stark. Es kam zu riesigen Demonstrationen in Bonn gegen die Aufstellung von Pershing-Raketen auf deutschem Boden. Obwohl Rosa im Film gegen den Krieg von 1914 agitiert, haben die Zuschauer es auf unsere damalige Situation bezogen. Und als ich zuletzt in Israel den Film vorgeführt habe, haben die Zuschauer an der Stelle applaudiert, weil sie an ihren eigenen Wunsch nach Frieden erinnert wurden. Und nun möchte ich noch kurz auf einen weiteren Zeitzeugen, den ich befragen konnte, eingehen und wie er mir geholfen hat, etwas über die Person zu erfahren, das über die klassische Geschichtsschreibung hinausgeht. Von Rosi Fröhlich erzählte ich Ihnen ja schon. Es war der alte Anarchist Alexander Suchi. Er war schon über 90, als ich ihn traf, und er hatte ein höchst aufregendes Leben gehabt, das exemplarische Leben eines unverwüstlichen Linken in Europa. Er war in Russland noch Pjotr Fjodorowitsch Krapotkin, dem Fürsten der Anarchisten, begegnet, hatte sich im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco engagiert, hielt sich lange in Kuba auf und lebte, als ich ihn kurz vor seinem Tod traf, in München. Er hatte sich einen wunderbaren Humor bewahrt und er erzählte mir amüsiert eine Geschichte von Rosas Katze. Rosa hatte ihre Katze Mimi so erzogen, dass sie mit ihr am Tisch sitzen konnte wie ein Mensch und ganz manierlich aus einem Teller fraß.
Ich werde mich in einen Trubel stürzen, der mich und mein krankes Herz betäuben wird. Das ist wohl das einzige Mittel für mich. Am liebsten würde ich nur noch mit dir leben, Mimi. Sie hatte sie sogar dahin gebracht, dass sie wie ein Erwachsener aufs Klo gehen konnte, hat mir auch Suchi erzählt. Das habe ich natürlich nicht im Film gezeigt. Auf den Klodeckel sich setzen und richtig so, wie wir das auch machen. Also ich meine, das erwartet man ja nicht von einer Revolutionärin, aber das finde ich halt spannend, dass es sowas auch gibt. Na gut, also natürlich finden Sie diese Szene in keinem Geschichtsbuch. Aber ich konnte mit ihr nach all dem, was Rosa und die anderen vorher sprachen und Reden gehalten haben, ohne weitere Worte hinzufügen zu müssen, ihre Einsamkeit spürbar machen und ihre Isolation, die Stille nach dem Tumult. Der nächste meiner Filme, der sich mit deutscher Geschichte beschäftigt, ist Rosenstraße. Auch in dem Film geht es um Frauen, die sich ihrem von der Regierung auferlegten Schicksal nicht fügen wollen. Er spielt im Zweiten Weltkrieg in Berlin, Februar 1943. Während der sogenannten Fabrikaktion werden die jüdischen Männer, die bis zu dem Zeitpunkt in einer Mischehe lebten, das heißt durch die Ehe mit nichtjüdischen deutschen Frauen geschützt waren, in ein Haus in der Rosenstraße gebracht, bei den Hackeschen Höfen, um von dort nach Auschwitz deportiert zu werden. Damals sagte man noch evakuiert. So jedenfalls vermuten und befürchten es die Frauen und sie versammeln sich vor dem Haus und rühren sich nicht mehr vom Fleck. Da jeden Tag mehr Frauen hinzukommen, wird es dem Propagandaminister und Berliner Gauleiter Josef Goebbels am Ende zu brenzlig. Die ausländische Presse hatte schon Wind davon bekommen und er lässt die Männer wieder frei. In seinem Tagebuch notiert er dann allerdings, dass, wenn der Aufruhr vorüber ist, er sie sich einzeln wieder schnappen würde. Ich möchte Ihnen einen Ausschnitt zeigen, in dem die Nazis versuchen, die Frauen in Angst zu versetzen, um sie von der Straße zu vertreiben. Hast du das gesehen? Sie haben nicht geschossen. Warum können Sie nicht einfach auf die Frauen schießen?
Sie hätten noch sonst keinerlei Hemmungen, Menschen umzubringen. Der Grund war wohl, es sind keine jüdischen Frauen. Und sie verkörpern das Ideal der Treue, eine Tugend, die von den Nazis verherrlicht wurde. Die Soldaten an der Front mussten darauf vertrauen können, dass ihre Frauen und Verlobten in der Heimat ihnen treu blieben. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum diese Frauen der ehemaligen DDR erst so spät geehrt wurden. Die Rosenstraße befindet sich oder befand sich in Ostberlin. Hätten sie auf die Freilassung ihrer Männer gedrungen aus rein politischen Motiven, wären sie sicherlich ins Pantheon der Helden des Widerstands aufgenommen worden. So waren es ja nur Frauen, die aus Liebe zu ihren Männern handelten. Und die Liebe hat in der Geschichtsschreibung normalerweise keinen Platz. Einige linke Historiker haben mir schon bei Rosa Luxemburg vorgeworfen, dass ich ihr Leben als Frau und Liebende ebenso ernst genommen habe wie das der Politikerin und Revolutionärin. In der marxistischen Lehre zählt nur die Gesinnung. Und es war sehr schwer für mich, überhaupt eine Biografie über Rosa Luxemburg zu finden, in der ich etwas über ihre Person als Frau erfahren konnte. Zum Glück hat sie 2500 Briefe hinterlassen. Und Briefe sind die besten Quellen, um sich einer Person anzunähern und um das Politische mit dem Persönlichen zu verbinden oder sogar daraus zu erklären. Das Private ist das Politische, ein Slogan der Frauenbewegung der 70er Jahre. Rosa Luxemburg hat sich oft beschwert, dass ihre Genossen öffentlich anders redeten als privat und dass sie das, was sie von anderen forderten, sich selbst nicht auferlegt haben. Das ist, glaube ich, auch für uns heute noch ein Thema. In Wirklichkeit, wenn ich den Aussagen der Zeitzeugen aus der Rosenstraße glauben kann, standen dort viel mehr Frauen als die, die Sie eben gesehen haben. Am Schluss waren es wohl über 1000 Frauen und Kinder, die dort aushalten und protestierten. Die Produktion konnte und wollte mir aber so viele Statisten nicht bewilligen. Also hatte ich am Ende 300. Für einen Historiker, also die völlig falsche Zahl. Mir aber war nur wichtig zu zeigen, dass es am Anfang wenige Frauen waren, es an jedem neuen Tag aber mehr wurden. Das heißt, dass immer mehr Frauen den Mut hatten, oder sagen wir Zivilcourage, sich den Verboten der Nazis zu widersetzen. In Hannah Arendt fragt ein Richter Eichmann, wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, wäre dann alles anders geworden? Und Eichmann erwidert, ja, wenn die Zivilcourage hierarchisch aufgebaut gewesen wäre. Mit dieser Aussage bestätigte er in meinen Augen Hannah Arendts Vermutung, dass Eichmann zwar nicht dumm, aber gedankenlos war. Es gibt ein anderes Beispiel. Sie kennen sicher alle den Film Amadeus von Miloš Forman, in dem er das Leben von Mozart verfilmt hat. Mozart wurde im Laufe seines Lebens immer ärmer. Der musste 10-mal seine Behausung wechseln und zum Schluss ist er in völliger Armut gestorben. In einem Film wäre es absurd, 10-mal den Umzug in eine andere Wohnung zu zeigen. Forman hat folglich Mozarts Abstieg in die Armut in der Weise gelöst, dass er Mozarts erste Wohnung immer ärmer und elender hat dekorieren lassen und damit denselben Effekt erreicht. Es gibt eine Stelle in Rosenstraße, da habe ich eine Szene hinzuerfunden, die hätte stattfinden können, die aber nirgends verbürgt ist. Tatsache ist, dass es auch Anfang 1943 noch Filmpremieren gab, an denen Goebbels möglicherweise als Film- und Propagandaminister teilnahm. Goebbels war aber ebenso NSDAP-Gauleiter für Berlin und damit für die Eingeschlossenen in der Rosenstraße zuständig. Und er war als Frauenheld berüchtigt, sein Spitzname Bock von Babelsberg. Diese Szene zeigt, dass es zu dem Zeitpunkt noch ein Deutschland gab, das unbesorgt feierte und versuchte, die bevorstehende Niederlage zu verdrängen. Diese Menschen sind sogar so sehr auf ihr Vergnügen bedacht, dass sie gar nicht bemerken, dass der Filmstar, sie ist Lizzie Waldmüller war bei den Nazis eine bekannte Schauspielerin, nachempfunden, ein frivoles Lied singt, das von einem jüdischen Komponisten stammt. Und im Text genau dem widerspricht, was die Nationalsozialisten von den Frauen verlangen, nämlich Treue.
Darf ich Ihnen eine alte Freundin vorstellen, Baroness von Eschenbach? Guten Abend. Sehr erfreut, Baroness. Ich kannte bisher nur Ihren Herrn Vater. Wenn ich gewusst hätte, dass er eine so bezaubernde Tochter hat. Was wäre dann gewesen, Herr Minister? Oh, ich hätte alles daran gesetzt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Die haben Sie ja nun gemacht. Zu spät. Viel zu spät. Für wichtige Bekanntschaften ist es nie zu spät. Auf die deutsche Frau und ihre Schönheit. Hoffentlich verdirbt sie jetzt nicht alles. Bevor du dich mit dem Herrn Minister betrinkst, tust du mir den Gefallen, begleitest mich? Ich würde unseren Gästen gerne etwas vorsingen. Sie ist eine wunderbare Pianistin. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Die Wahl überlasse ich Ihnen, meine Damen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Erinnerst dich? Mhm. In Hamel. Ja. Sprechen die Männer von Treue, lächle ich nur vor mich hin. Liebe ist ewig das Neue, Treue hat gar keinen Sinn. Heute schon ist mir entschwunden, was ich noch gestern besaß. Liebe macht selige Stunden, Treue macht gar keinen Spaß. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue spüre, ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß, Ihre Schwester ist wie alle talentierten Künstler viel zu dünnhäutig. Ja, sie ist ein großes Talent. Talentiert und fabelhaft aussehend. Ist Ihr Mann an der Front? Sie ist nicht verheiratet. Ach nein? Hat sie nicht auch noch diese Sorgen? Es ist eine harte Zeit für die Frauen, deren Männer so weit weg sind. Meine Schwester hat großes Mitgefühl für die Frauen und bewundert ihre Treue. Ja, die Treue ist eine deutsche Tugend. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Kann ich Sie für ein kurzes Gespräch entführen? Ich möchte lieber Ihrer Schwester zuhören. Es ist nur kurz. Wissen Sie, dass sich arische Frauen in der Rosenstraße versammelt haben? Sehr unangenehm. Ich werde die Sache aus der Welt schaffen. Ich weiß nicht. Sie können mit meinem Adjutanten darüber reden. Ich bin doch zu schade für einen allein. Darf ich Sie bitten, mir die Sache noch einmal vorzutragen? Wenn ich jetzt gerade dir Treue schwöre, ja, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaube, ich gehöre nur mir.
ganz allein. Von heute aus gesehen eine ganz unglaubwürdige Geschichte. Nichts weiter als eine lächerliche Geste der Verzweiflung. Der Beweis dafür, dass wir anfingen, die Hoffnung zu verlieren. Und da hat mir eben ein deutscher, sehr bekannter Historiker noch dazu Geschichtsklitterin vorgeworfen, weil ich, wie er meint, behaupte, nur weil Goebbels mit einer dieser Frauen, Film Katja Riemann, geschlafen habe, hätte er die Männer freigelassen. Das wäre tatsächlich eine Geschichtsklitterung gewesen. Aber wenn Sie genau, was Sie jetzt nicht gesehen haben, wenn Sie genau hingesehen haben könnten, hätten Sie bemerkt, dass Katja Riemann weint, weil sie und ihr Bruder nichts erreicht haben und das Ganze von ihr nur eine Idee aus der Verzweiflung geboren war. Ihr naiver Plan war, sie sollte Goebbels durch ihre Schönheit anlocken, damit ihr Bruder sich ihm nähern und dazu briefen könnte, die Männer aus der Rosenstraße freizulassen. Der Moment, in dem ihr Bruder ihr die Knöpfe an dem geliehenen Kleid aufmacht, beweist es. Denn ein Minister, der als geiler Bock galt, hätte es sich sicher nicht nehmen lassen, Katjas Kleid genüsslich aufzuknöpfen. Das sind die Hinweise in einem Film, die Historiker leicht übersehen, die aber zum Verständnis wichtig sind. Schreiben mit der Kamera. Die Männer sind freigelassen worden. Aus bestimmten Dokumenten soll hervorgehen, dass die Einsitzenden der Rosenstraße nicht zum Abtransport in ein Vernichtungslager vorgesehen waren. Die Zeitzeugen dagegen, die ich noch befragen konnte, waren alle davon überzeugt, dass nur das Ausharren der Frauen zu der Befreiung ihrer Männer geführt hatten. Dass es also ihr Erfolg war. Da ich in meinen Filmen, wie ich schon zu Beginn sagte, immer von Personen ausgehe, habe ich mich an ihre Aussagen gehalten und mich ihrem subjektiven Erleben angeschlossen. Auch wenn es der historischen Wahrheit vielleicht nicht entsprechen sollte, wird der mutige Einsatz dieser Frauen dadurch doch keineswegs geschmälert. Zurück zu Rosa Luxemburg. Sie war eine Idealistin und Utopistin, die an die Geschichte und an den Fortschritt glaubte, als seien es Kräfte mit einer weiseren Sicht als die der Menschen. 1905 schreibt sie, die Geschichte der Menschheit fiebert in Geburtswehen, neue soziale Gestaltungen drängen ans Licht, es wird Neues werden. Und 1917 aus dem Gefängnis, die Geschichte weiß stets am besten Rat, wo sie sich am hoffnungslosesten in die Sackgasse verlaufen zu haben scheint. Oder 1918, die Geschichte allein weiß Rat für ihre eigenen Sorgen und sie hat schon manchen Misthaufen in die Luft gesprengt, der ihr im Weg stand. Sie wird es auch diesmal schaffen. Die Frauen aus der Rosenstraße glauben an keine Utopie mehr und nicht mehr an die Zukunft. Sie leben in einer grausigen Gegenwart, in den finsteren Zeiten, wie Hannah Arendt diese Zeit bezeichnen wird. Sie haben nicht den Traum, die Menschheit zu retten, sondern nur den verzweifelten Wunsch, ihre Männer zu retten. Im letzten Film, den ich Ihnen vorstellen möchte, blickt Hannah Arendt zurück in die Zeiten des Schreckens und des Totalitarismus. Auch sie war eine Jüdin, aber sie war klug genug, die Entwicklung unter Hitler vorauszusehen und rechtzeitig aus Deutschland zu fliehen. Dennoch hat Hannah Arendt vielleicht auch noch eine Utopie, nicht mehr die einer Rosa Luxemburg, die der Geschichte vertraute, sondern die einer Philosophin, die dem Denken vertraut. Vielleicht erwartete sie sich vom Denken die Kraft, die Rosa der Geschichte zuschrieb. Und so war ihr, wie eine zeitgenössische deutsche Philosophin und Arendt-Kennerin Bettina Stangnet es ausdrückt, der Gedanke unerträglich, dass es eine böse Philosophie geben könnte. Die Szene, die ich Ihnen jetzt vorspielen möchte, hat so nicht stattgefunden.
Den Text, den Hannah Arendt vorträgt, habe ich in einem Brief von ihr gefunden, den sie an Karl Jaspers, ihrem Doktorvater und Freund, geschrieben hat. Und ob sie je eine Deutschklasse in den USA unterrichtet hat, ist mir nicht bekannt. Aber ich brauchte diesen Text, in dem sie von der Überflüssigmachung des Menschen durch Menschen spricht. Und vor allem, weil sie darin noch vom radikal Bösen ausgeht. Erst als sie Adolf Eichmann beschreiben muss und erkennt, dass der Begriff des radikal Bösen auf ihn nicht anwendbar ist, entsteht die Idee der Banalität des Bösen. Engländische Tradition krankt an dem Vorurteil, dass das Böseste, was der Mensch tun kann, aus den Lastern der Selbstsucht stammt. Aber das Böse hat sich in unserem Jahrhundert als radikaler erwiesen als vorgesehen. Und wir wissen heute, dass das Böseste oder das radikal Böse mit solch menschlich begreifbaren, sündigen Motiven wie Selbstsucht gar nichts mehr zu tun hat. Es hat vielmehr mit dem Folgephänomen zu tun, der Überflüssigmachung des Menschen als Menschen. Das gesamte System der Konzentrationslager war darauf ausgerichtet, die Gefangenen davon zu überzeugen, dass sie überflüssig waren, bevor sie umgebracht wurden. In den Konzentrationslagern mussten die Menschen lernen, dass Strafe keinen Sinnzusammenhang mit einem Vergehen haben muss. Dass Ausbeutung niemanden Profit bringen muss und dass Arbeit kein Ergebnis zu zeitigen braucht. Das Lager ist ein Ort, wo jede Handlung und jede Regung prinzipiell sinnlos wird. Wo mit anderen Worten Sinnlosigkeit direkt erzeugt wird. Ich fasse zusammen. Wenn es wahr ist, dass in den letzten Stadien des Totalitarismus ein absolutes Böses erscheint, absolut, weil es nicht mehr auf menschliche Motive zurückzuführen ist, dann ist es ebenso wahr, dass ohne ihn, ohne den Totalitarismus, wir die radikale Natur des Bösen nie kennengelernt hätten. Wie spät ist es? Ah, zweite Stunde hat begonnen. Sie wissen, was das bedeutet? Danke. Danke. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Bitte, versuchen Sie es. Waren Sie in einem Lager? Ich hatte die Gelegenheit, eine gewisse Zeit im Internierungslager Gurs in Frankreich zu verbringen. But weren't the French on your side? Am Anfang ja, sie haben uns ja aufgenommen. Aber als dann die Deutschen am 10. Mai 1940 in Frankreich einmarschierten, da haben uns unsere französischen Freunde plötzlich in Internierungslager gesteckt. Wir wurden zu einer Art von neuen Menschenwesen, die von ihren Feinden in Konzentrationslager und von ihren Freunden in Internierungslager gesteckt wurden. Wie konnten Sie denn entkommen? My husband and I were lucky to receive a visa to America. Ein Visum, noch lange kein Pass. Wir waren 18 Jahre lang staatenlos. Und was war Ihr erster Eindruck von Amerika? Paradise. Falls Sie den Film gesehen haben, husten Sie sich erstmal alle aus und dann rede ich weiter. Ist ja auch eine schlechte Jahreszeit, ne? Professor Radke, ne? Falscher Termin. Also, falls Sie den Film gesehen haben, werden Sie sich erinnern, dass ich Eichmann nicht mit einem Schauspieler besetzt, sondern dokumentarisches Schwarz-Weiß-Material eingeschnitten habe, weil ich den Zuschauer an Hannah Arendts Beobachtungen, Zweifel und Erkenntnissen teilhaben lassen wollte. Wie kann man aber im Film so tun, als säße der Schauspielerin der echte Eichmann gegenüber? Im Gerichtssaal, der in Jerusalem noch existiert, wäre es stilistisch nicht möglich gewesen. Da aber im Presseraum, der direkt unter dem Gerichtssaal eingerichtet worden war,
über mehrere Monitore die Reportage des amerikanischen Fernsehens übertragen wurde, habe ich mich entschlossen, Hannah Arendt in den Presseraum zu setzen. Ich habe mich sogar vor mir selbst mit der Erklärung gerechtfertigt, dass sie eine so übermäßig starke Raucherin war und im Gerichtssaal Rauchen verboten war. Manchmal glaubt man etwas zu erfinden, weil es einem stilistisch nützt, und im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Wahrheit erfunden wurde. Ein Neffe, den ich im Film, der den Film in der ersten Vorführung in Israel sah, sagte danach: Hannah hat ja noch viel mehr geraucht als in ihrem Film. Deswegen hat sie den Prozess ja auch immer im Presseraum verfolgt. Und nun noch ein Ausschnitt vom Ende des Films. Hannah Arendt hat gerade ihre lange Schlussrede an die Studenten gehalten, in der sie ihre Hoffnung ausdrückt, dass Denken die Menschen vor Katastrophen bewahren kann. Ihr Jugendfreund Hans Jonas hat diese Rede mit angehört und macht ihr danach bittere Vorwürfe. Auch diese Begegnung hat so nicht stattgefunden. Hans Jonas hatte Hannah Arendt nach dem Erscheinen ihrer Artikel im New Yorker einen Brief geschrieben, in dem er ihr die Freundschaft aufkündigt. Die Witwe von Hans Jonas, die wir noch kennenlernen konnten, hat mir diesen Brief freundlicherweise überlassen. Er ist nie veröffentlicht worden. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you. Hans, wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist. Ich bin gekommen in der verrückten Hoffnung, du könntest doch noch eine Einsicht haben. Aber du bist und bleibst immer dieselbe. Hannah, du machst mit deiner dir angeborenen Arroganz und deiner Unwissenheit, deiner seit langem bekannten Unwissenheit über die jüdischen Dinge, machst du aus einer Gerichtsverhandlung eine Abhandlung in Philosophie. Hans, bitte nicht jetzt. Ich bin zu erschöpft. Du benimmst dich wie eine eingebildete, rechthaberische deutsche Intellektuelle, die auf uns Juden herabschaut. Und du versuchst, uns eine Mitschuld an der Shoah unterzujubeln. Du hast nie akzeptiert, dass die Deutschen dich aufs Schändlichste verraten haben. Sie haben dich vertrieben und sie hätten dich umgebracht, wenn sie gekonnt hätten. Es war dein Freund Eichmann, der für die Abtransporte aus Görs zuständig war. Und wenn du nicht das Glück gehabt hättest, rechtzeitig fliehen zu können, dann hättest du das Schicksal der Frauen geteilt, die dort zurückblieben. Hör auf. Sie wurden alle abtransportiert, alle deportiert nach... Hör auf, Hans. Ab heute werde ich auf die Lieblingsstudentin von Heidegger verzichten. Es dauert nicht mehr lang, jetzt. Auch bei Hannah Arendt konnte ich es eingehen, Historikern, Sie merken, ich habe es mit den Historikern, nicht recht machen. Sie warf mir Inkompetenz vor, weil ich die letzten Erkenntnisse zu Eichmann nicht berücksichtigt hätte. Ich wäre in meiner unkritischen Verehrung für Hannah Arendt nur ihrer Sichtweise und Argumentation gefolgt. Damit haben Sie nicht ganz Unrecht. Ich verehre Hannah Arendt, ich bewundere ihr unabhängiges Denken.
Und ich habe versucht, einem ihrer Leitsätze zu folgen. Ich will verstehen. Ich wollte verstehen, was sie in Adolf Eichmann sah, warum er für sie nur ein mittelmäßiger, zum Denken unfähiger Bürokrat war. Auch deswegen habe ich das Dokumentarmaterial eingeschnitten. Das heißt aber nicht, dass ich einen Dokumentarfilm gemacht habe. Es bleibt ein Fictionfilm, der versucht, Korrespondenzen zu schaffen, die nur über die Bilder zu verstehen sind. Und dazu zeige ich Ihnen einen allerletzten Ausschnitt vom Beginn von Hannah Arendt. Sie werden sehen, am Anfang ist die Leinwand schwarz. Es ist Nacht, so wie am Ende von Rosa Luxemburg. Dann sieht man aus der Ferne und aus der Finsternis zwei Lichter auf uns zukommen. Sie sehen aus wie Augen, die aus der Tiefe der Dunkelheit uns anblicken, bevor sie sich als Lampen eines Busses erkennbar werden. Hannah Arendt sprach immer wieder von den finsteren Zeiten. Dieser Beginn des Films bedeutet für mich, er wird aus der Vergangenheit zu uns sprechen, über die finsteren Zeiten. Und dann sieht man Hannah Arendt, die sich eine Zigarette anzündet. Es wirkt, als sei sie im Geiste schon mit Eichmann verbunden. Nachdenklich und nachdenkend geht sie langsam durch die dunkle Wohnung und legt sich aufs Sofa in ihre Denkhaltung, wie Mary McCarthy sie beschrieben hat. Dieses geistige Band zu Eichmann wird die Geschichte des Films werden. Auch wenn er als Person nicht mehr zu sehen sein wird, wird er sie begleiten, bis sie ihn dann beschreiben und begreifen konnte und darüber hinaus in die Kontroverse. Am Ende des Films wird Hannah wieder in ihrer Denkhaltung auf dem Sofa liegen. Das Nachdenken über das Böse wird sie bis an ihr Lebensende nicht mehr loslassen.
Geschichte und Film, Fakten und Fantasie. Wie weit darf ein Filmemacher sich von den rein historischen Tatsachen entfernen? Es hätte gewiss andere und vielleicht bessere Beispiele gegeben als meine eigenen Filme. Aber ich wollte Ihnen auf diese Weise auch etwas von mir erzählen. Und noch ein letztes Mal zu Hannah Arendt. Es gibt in dem Film eine Stelle, da befragt sie der Editor des New Yorker, ob es sich bei ihrer Beschreibung der Judenräte vielleicht doch um eine Interpretation handle. Und Hannah Arendt erwidert scharf, it's a fact. In ihrer Schlussrede jedoch räumt sie ein, dass es sich auch um eine philosophische Betrachtungsweise gehandelt habe. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.